So, da sind wir wieder. Sprechen wir mal mit Noah nach dieser Aktion. Was sollte das? Ich freue mich auf dich zu sehen. Mach nur so weiter und du überlebst keinen Monat. Ende gut, alles gut. Ich hab das hier. Das ist nicht von hier. Der Typ, der es hatte, ist dafür gestorben. Es könnte die Lösung für mein Sorgenproblem sein. Ja, oder es bringt uns ins Grab. Faith, wir legen uns nicht mit Gabriel Kruger an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht schicken wir sie mal einfach zurück. Hat Kruger dich gesehen? Er hat irgendwas gesehen. Es war zu dunkel, um irgendwen zu erkennen. Hör zu, ich dachte, ich tue das Richtige. Nein, du hast nicht gedacht, Faith. Das tust du nie. So ein Mist. Ich muss über die Sache nachdenken. Versuch so lange am Leben zu bleiben. Okay? Ich habe dich schon mal verloren. Keine Angst, da bin ich. Wir sind Krugersack los. Wie jetzt? Kein Dankeschön? Ich hau mich mal aufs Ohr. Gib mir Bescheid, okay? Ich sagte zurück. Nicht jetzt, Süße. Ich muss das hier fertig machen. Faith! Faith! Wo seid ihr? Hier drin seid ihr sicher. Und rührt euch nicht von der Stelle. Lassen Sie uns gehen, Kruger. Sie wollten nicht kooperieren, Dr. Connors. Das hier ist Ihre Schuld. Mama, was ist das? Das, mein kleines Wesel, ist deine Zukunft. Ich habe hier genau das Richtige für dich. Nomad? Wo bist du? Ich habe eine Glitch-Mod in die Finger bekommen, die mit deinem Beatlink funktionieren müsste. Ich habe dir eine Kopie geschickt. Du kannst sie nutzen, um durch die Lüfter bei Zephyr zu kommen. Probier's aus und triff dich da mit mir. Wir haben ein Problem. Okay. Ach, spielen durch mal nichts. Hier sind wieder Kids. Standard-Kids. Chaoslinien rot. Hier vorne auch noch eins? Nö. Okay, also wir haben gerade wieder, keine Ahnung, ein Flashback. Es scheint... Kann ich ihn nicht einfach hier... Dieser Kruger-Heini, ne? Der hat anscheinend unsere Eltern umgebracht. Bin mir unsicher. So, jetzt will ich erstmal ganz kurz gucken. Erstmal auf der einen Seite haben wir nämlich hier was Neues zum Freischalten. Wir können abrollen. Schnelle Drehung. Hocke. Was heißt Hocke? Ah ja, okay. Es kommt dann noch erweitertes Rutschen. Alter, kann die rutschen. Was haben wir hier noch? Doppelwallrun. Okay. Okay, das brauchen wir noch nicht. Fokusschild, Fokusschild, so, Kampf, was haben wir hier? Protektor. Enforcer. Schockprotektor, Sentinel. Ach du Scheiße. Was haben wir hier noch? Betäubungsvorteil. Das war für 3 leichte Angriffe gegen Stolpernde oder Betäubende aus. Fasergewebe, ein leichtes... Traumaschutzunterhemd. Dieses Ausrüstungsteil ist bei Ryan relativ weit verbreitet und gestattet es Faith, einen zusätzlichen Treffer zu verkraften. Und das kann man dann bis hier Dingens machen. Okay, Ausrüstung, kriegt man nichts Neues. Bewegung, schnelle Drehung. Weiß nicht, brauchen wir das? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir nehmen mal abrollen.
Das. Dann kommt Hocke und dann ein weiteres Rutschen. Na gut. So, also wir können jetzt theoretisch bei einem Sprung uns abrollen. Können wir gleich mal hier testen. Okay, das war kein Sprung zum Abrollen. Okay, es wird allen Leuten schwindig werden wahrscheinlich. Stören. Huch! Nett. Danke, Norman. Ich bin unterwegs. Ich wusste, dass das gefällt dir. Okay. Okay, na dann. Kann ich den auch stören? Okay. Ich wollte nur mal gucken, wo es da jetzt lang geht. So, na dann rennen wir mal zu Nomad. Noah hat dafür gesorgt, dass sich die Kabale unauffällig verhält und sich langsam einen Ruf aufbaut. Ich schätze mal, damit ist es jetzt vorbei, was? Connor im Gesicht in Control. Wir mischen sie auf. Ciao. Aufnahme erhalten. Sammle 20 Grid Leaks sind es ja eigentlich, aber... Naja. Ich wollte darüber springen, falls jemand das gemerkt hat. Aber das wollte ich machen. Okay, also warte mal, wo soll ich jetzt lang? Ich soll hier unten lang, okay. Das Ding. Ah, okay. Okay. Ich dachte jetzt, ich kann da oben rüber vielleicht schneller sein oder so, aber. Okay, wie gesagt, es wird wahrscheinlich sehr vielen Leuten schwindelig werden hier, aber. Ich warte hier auf dich. Smigol! Faith, wo steckst du? Oh, hey Noah. Faith hilft mir hier gerade bei etwas. Schon wieder? Was ist es diesmal? Tut mir leid. Je weniger du weißt, desto besser. Aber es ist für eine gute Sache, versprochen. Verdammt, macht denn hier jeder, was er will? Faith, komm bei mir vorbei, wenn du fertig bist. Wir müssen uns unterhalten. Ja, immer halblang nur. Oh, warte. So, das nehmen wir noch mit. Bevor wir es vergessen. Okay. Dann einmal hier hoch. Einmal da hoch. Hi! Bin da. Wer noch? Also, was ist los? Hab gehört, du bist Gabriel Kruger begegnet. Sowas in der Art. Okay, hör zu. Krugersack hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Und sie stellen überall in der Stadt diese riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Ganz meine Meinung. Ich denke, Krugersack wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würde selbst machen. Aber du kannst einfach besser kämpfen, Faith. Na schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Okay. Also wir sollen... Zuerst sollen wir uns doch von Krugersack fernhalten. Naja, gut. Ich habe einen Eindringling gesichtet. Hopp. Hau ab, sag ich dir. So, dann rennen wir noch mal ein bisschen. Ihn noch mal mit hier. Oder warte. Da oben ist. Den wollte ich zuerst. So, den einmal hier ganz kurz hier. So, einmal ganz kurz dahin. Dann nochmal das treten. Dahin und fort. So, und dann machen wir hier nochmal den da. Und das halt mal. Wer den Überblick verloren hat, keine Angst, habe ich auch. Oh Gott, diese Drehung. Wenn das in VR, also ja, Virtual Reality, ich glaube, da würdest du das Kotzen kriegen davon. So, okay. Ich bin bei der Antenne. Also wenn ich das hier jetzt einfach ausreiße. Ich hatte gedacht, das Ding geht gleich zusammen. Das funktioniert. Das Ding haltet sich ab. Cool, der Punkt geht an die Kunden. Also. Und K-Sack schickt Verstärkung. Du solltest zusehen, dass du von da verschwindest. Und zwar schnell. Okay. Eine Frage.
hoffe sehr, du bist nicht mehr in der Nähe dieser Antenne. Dann müssen wir das mit. Gleich bin ich nicht mehr in der Nähe von der Antenne. Hup. Okay, da wollte sie keine Rolle machen. Achso, wir müssen einfach nur aus diesem Bereich raus. Du kannst nur sie abschütteln. Hier, Vito. Einheit wird abgesetzt. Okay, also wir dürfen einfach nur nicht wieder in diesen Bereich rein. Was? Wie konnten Sie mich? Doch, ich kann einfach wegrennen. Adios! Okay. Oh, Hilfe. Okay, jetzt wird es langsam Action geladen. Okay, also ich muss einfach nur hier hin. Okay. Wir haben schon wieder einen neuen Upgrade-Punkt. Dann glaube ich nehme jetzt mal das Ding hier. Ja, ich glaube, wir nehmen jetzt mal... Was haben wir da? Achso, diese App habe ich automatisch bekommen, okay. Hocke, denke ich mal, brauchen wir nicht. Schnell drehen brauchen wir erstmal nicht. Wir nehmen mal hier den Betäubungsvorteil. So. Ich denke, das ist eine gute Idee. So, Karte aktualisiert. Huch, ich will doch noch... Warum kann ich hier immer noch... Egal. Okay, so, jetzt müssen wir mal mit Noah sprechen. Benutzer erstellte Inhalte. Time Trial. Einbruch trifft dich mit Nomad. Sprich mit Birdman. Standard Kit. Okay, in dem Unterschlupf ist noch was. Ist auch was in dem Unterschlupf. Hier haben wir auch noch ein paar Dinge im Unterschlupf. Langsam füllt sich hier die Karte. Ich will aber noch mal ganz kurz. Tut mir leid. Noah, ich bin gleich da, mein Freund. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber... Ich glaube, das ist einfach nur, wie du dann praktisch dich in Form und so weiter darstellen kannst. Aber, naja. Hi! Wunderkind. Ah, da bist du ja. Ich stand eben noch woanders. Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier reden. Wenn du damit deine Schulden bei Dogen bezahlen willst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anchor, die sich mit Gridware auskennt. Ihr Name ist Plastic. Bring ihr das Laufwerk. Plastic? Ja, Plastic kann ein bisschen... Vergiss es. Geh zu ihr, mal sehen, was dabei rauskommt. Er wirkt ein wenig nervös. Und, also ich muss sagen, das hat mir bei Witcher halt extrem gut gefallen. Egal, wie du in die Cutscene rein bist. Du bist dann von der Position praktisch zu der Position hingelaufen, die sie wollen. Und die anderen Charaktere, die mit dir waren, auch. Es ist... bisschen schade, wenn man es dann nicht mehr sieht und dann einfach nur in anderen Spielen man wieder hingeportet wird. Das ist ein bisschen schade. Naja. Egal. Big Boy Turtle 23 Nummer 1. Big Boy Turtle, okay. Na dann, Icarus. Du flatterst ein bisschen deinen... Noah meinte, du hast was für mich? Ja, das hier. Leg es an. Achte darauf, dass du es nur an stabilen Stellen mit hast. Dann springst du und schwenkst. Im Grunde ganz einfach. Warte, was? Ausrüstung. Mac-Rope. Halte Leertaste, um das Seil zu befestigen. Abzuspringen oder dich fallen zu lassen. WASD, um den Schwung zu kontrollieren. Festige das Manifold Attachment Gear an. Okay. Hup!
ich bin nicht der Beste im Direktlernen. Moment. Das gefällt mir. Okay. Ziemlich simpel, hm? Probier's einfach ein paar Mal aus, bis du den Dreh raus hast. Okay. Stören wir hier nochmal. Sind alle gestört? Keine Ahnung. Oder was ist das? Was? Mensch. Ich will doch nur wissen, was das... Das ist... Eine Zeitaufgabe, okay. Dann nicht, nee. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Okay. Wäre schön, wenn es was gäbe wie Leitern schnell klettern. Als Perk oder so. Das nehmen wir noch mit. Wenn wir einmal schon hier sind. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Achso. Ist es aber richtig. Um Gottes Willen war das gerade erschreckend. Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's so ein Beatlink. Oder Beatleak sind's ja eigentlich. Okay, also wir sollen da hin. Machen wir einmal diesen da. Okay. Habe ja vergessen, dass man sich in der Luft nicht drehen kann und dann in eine andere Richtung springen. Ist ja egal. Hat keiner gesehen, was ich da jetzt gemacht habe. Mal gucken. Okay. Okay. Das war das. Achso, ich dachte, ich kann mich da festhalten, weil sie den Arm so rausgenommen hat. Och Mann, ist er doof. Okay, also wir werden mich noch sehr viel fallen sehen. Okay, aber jetzt haben wir den. Jetzt haben wir den Lieb schon. Okay. Da müssen wir lang. Ist hier irgendwo ein Fenster offen? Ich glaube, das geradezu ist direkt offen, kann das sein? Nö, ist zu. Ich glaube, ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Was zur Hölle ist das für ein Gebäude? Wer baut sowas? Ich mich jetzt hier irgendwie festge... ich glaube, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich so. Und dann halt wieder hoch. Gut. Egal. Machen wir es halt so. Ist ja auch egal. Ich wollte ja nur die Dinger haben. Verdammter Sammeltrieb. Oder Loot-Trieb. Oder keine Ahnung, was das ist. So. Ja. Ist nichts Wichtiges mehr. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Oh! Da oben steht erstmal ein Kasek. Okay. Wo war jetzt der Kasek da oben, ne? Hi! Ich wollte eigentlich zu euch auf die Party, aber sie lassen mich nicht. Was ich sagen wollte, Plastik kann ein bisschen unkonventionell sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr zwei prächtig miteinander auskommen werdet. Wahrscheinlich werden wir die genauso hassen wie Icarus.
Ich dachte, das ist eine Sie. Ach so, nee. Na komm. Ich habe eine weitere Lebensmittellieferung für Dogen. Seltene Kräuter aus Cascadia Prime. Sie dürfen auf keinen Fall vor der Verwendung zerdrückt werden, da sie sonst ihre gesamte Wirksamkeit verlieren. Kapiert? Ja, ist mir egal. Ach, verdammt, warum habe ich den Scheiß jetzt angenommen? Es ist zwar schleierhaft, warum Dogen einer einfachen Runnerin wie ihr eine solche Lieferung anvertraut, aber ich würde ihn deshalb nie offen hinterfragen. Ich habe nämlich nicht die geringste Lust, meine Finger zu verlieren. Was? Nein, was macht sie da? Beim besonderen wird auch diesmal wieder einschlagen wie eine Bombe. Kann ich das neu starten? Diese armen Teufel haben keine Ahnung, was er ihnen da vorsetzt. Die Kräuter sind stark genug, um sofort abhängig zu machen. Er wird sie für immer in der Hand haben. Ich schätze, wir werden Dogens ständig wachsender Liste nützlicher Freunde wohl noch ein paar weitere Familienmitglieder hinzufügen. Also ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Ich weiß auch nicht, warum die sich da so festgehalten hatte. Hast du verdammt, Dogen brauchte diese Kräuter für ein ganz besonderes Gericht. 5 Meter! Verdammt! Okay. Machen das noch einmal und dann ist gut. Dann ist gut, dann haben wir das und dann... Ne? Ich bin hier. Ich habe eine weitere Lebensmittellieferung für Dogen. Seltene Kräuter aus Cascadia Prime. Sie dürfen auf keinen Fall vor der Verwendung zerdrückt werden. Ah, ja, ja. Sind wahrscheinlich sehr erweiternde Kräuter. Ich habe einer einfachen Runnerin wie ihr eine solche Lieferung anvertraut. Aber ich würde ihn deshalb nie offen hinterfragen. Ich habe nämlich nicht die geringste Lust, meine Finger zu verlieren. Was tut sie? Aber egal. Was auch immer sie da jetzt getan hat mit ihrem Viersprung. Wieder einschlagen wie eine Bombe. Diese armen Teufel haben keine Ahnung, was er ihnen da vorsetzt. Die Kräuter sind stark genug, um sofort abhängig zu machen. Er wird sie für immer in der Hand haben. Ich bin schon wieder verlaufen. Dogens ständig wachsende Liste nützlicher Freunde und noch ein paar weitere Familienmitglieder hinzufügen. Weiß nicht, wie ich die Mission neu starte, deswegen habe ich jetzt mal ganz kurz hier so. Entschuldigung. Wenn du eine Ratte von der Größe eines Autos siehst, bist du im falschen Spiel. Okay. Das ist ein freundlicher Hinweis. Lebensmittellieferung für Dogen. Seltene Kräuter aus Cascadia Prime. Ja, ist okay. Dürfen auf keinen Fall vor der Verwendung zerdrückt werden. Ach, Mann. Mir ist zwar schleierhaft, warum Dogen einer einfachen... Ja, wir haben die ganzen Dialoge schon 20 Mal gehört. Aber ich würde ihn deshalb nie offen hinterfragen. Ich habe nämlich nicht die geringste Lust, meine Finger zu verlieren. Ach, fuck. Aber egal. Ach, egal. Diesmal wieder einschlagen wie eine Bombe. Egal. Keine Ahnung, was er ihnen da vorsetzt. Die Kräuter sind stark genug, um sofort abhängig zu machen. Er wird sie für immer in der Hand haben. Egal. Ich schätze, wir werden Dogens ständig wachsende Liste nützlicher Freunde. Ja, es ist ja gut. Das hast du alles schon mal erzählt, Kollege. Oh, das ist, was mich immer am meisten aufregt, wenn alles 20 Mal wiederholt wird, weil man eine Mission nochmal machen kann. Und, man diese dämlichen Dinger einfach nicht abbrechen kann. Hast du die Kräuter? Sehr schön, danke. Er plant irgendein besonderes Gericht und hat sie deshalb extra aus Cascadia Prime schicken lassen. Und natürlich geht so etwas bei ihm niemals auf normalem Wege. Oh Gott, so, okay, jetzt machen wir nicht nochmal. Wir gehen jetzt hier. Wunderkind. Ciao. Also ein Gridlink, den holen wir noch. Oder Gridleak. Oh. So. Hep. 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 Okay. Puh. Ich habe immer Angst, dass ich hier überall gleich runterrutsche. Okay, da kann ich lang. So. Alles klar. Hup. Denn? Ach, da sind sie. Okay. Oh.
Oh, nein, was? Was? Nein, nein, lauf da, lauf da, lauf da, lauf da, lauf da, lauf da. Ich will die gerne ausschalten, aber... Okay, das war jetzt relativ dämlich. Okay, die haben mich getroffen. Ist nicht gut. Okay, ich bin tot. Das ist das Problem, wenn du rennst und dann die mittlere Maustaste drückst für diesen Angriff. Ist das doof, dass er den immer aus praktisch einfach nur rumwirft. Sie die Einzige? Okay, tun wir was für unser Geld. Wir brauchen vielleicht... So, okay, den hätten wir weg. Und dann jetzt mal den hier. Oh nein, nein, was, was, nein, was, was tust du denn? So, ciao. Und nochmal du. Hi. Achso, okay, du willst das nicht? Also was? Dann machen wir bei dir was anderes. Dann machen wir das da. Und. Ciao. Okay. Okay. Ich muss wieder wegrennen. Verdammt! Warte. Lauf doch! Komm ich nicht rein. Moment. Lauf doch! Okay. Weiß nicht, ob ich die hätte angreifen sollen oder nicht. Ich gehe trotzdem mal davon aus, war gut, dass wir die ausgeschaltet haben. Dafür ist immer Zeit. Wir haben Sichtkontakt zu der Zielsensor. Einsatzteam machen Sie Meldung. Ernsthaft, Frank. Du musst sie loswerden. Ja, ich versuch's doch. Es geht halt nicht. Ah, lauf doch, Mädel. Ich wollte mich da oben festhalten. Warum macht sie es denn nicht? Muss ich das Ding ernsthaft angucken? Ich dachte, ich kann da einfach so, ja, da oben ist das Ding, jetzt kannst du schwingen und yay, aber keine Party. Okay, dann kämpfen wir jetzt nicht mehr lange, sondern rennen einfach nur durch. So. Ciao. Das ist wahrscheinlich einfach. Problem ist nämlich, nach diesem Sprung habe ich keine Laufdingens mehr. Ich habe keine Geschwindigkeit und dadurch ist sie nicht mehr nach oben gekommen. Und dann hing ich da fest. Das ist doof. Naja, gut. Okay, ich greife einfach die Leute nicht mehr an und alles ist gut. Ich schub die nur aus dem Weg. Das Spiel will anscheinend doch nicht, dass man die Leute ausschaltet. So, so. Alle ab. Einmal nach hier. Einmal da. Einmal nach hier. Das Ding mitgenommen. Wenn wir einmal hier sind, das vergammelt doch sonst da. Ich finde es vor allem schön, dass man die ganzen Dinger so einfach kaputt machen kann. So. Wir haben noch einen Perk. Ich glaube, ich nehme das mal. Dann können wir nicht als nächstes den Enforcer nehmen und danach haben wir hier höheren Schaden gegen den Enforcer auch noch. Jetzt haben wir hier praktisch das Stärken blockt, wiederholte mittlere leichte Angriffe, kontert wiederholte schwere Angriffe. Na gut. So, aber das wäre es dann erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Man kann hier nicht schön rausgucken. Tschüss.